Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder und Mitgliederinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum heutigen Innovation und Tech Talk Online-Event zum Thema die technische Seite des Datenschutzes, Datenschutz by Design, by Default und Datenschutzfolgeabschätzung. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich Herrn Michael Morgenthaler als Datenschutzbeauftragten, Dozent und CDPSI-Trainer heute für das Event gewinnen konnte, um uns einen interessanten Einblick zu gewähren. Mein Name ist Matthias Kraft. Ich bin Leiter der Fachgruppe Innovation und Tech Talk beim ISACA Germany Chapter und auch Vorstand für Fachgruppen und Arbeitskreise. Bevor wir in das Event starten, noch einige Hinweise. Dieses Event wird aufgezeichnet und zusammen mit etwaigen Handouts nach der Veranstaltung auf isaca.de zur Verfügung gestellt. Eine CPE-Bescheinigung wird circa 2 Wochen nach dem Event an die von den Teilnehmern bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse versendet. Fragen an den Präsenter oder Moderator können sowohl über die Chat-Funktion als auch über die Q&A-Funktion gestellt werden. Feedback zum Event, Anregungen oder Wünsche bitte an das Postfach der Fachgruppe fg-innovation@isaca.de. Und schon ein Ausblick auf den nächsten Monat. Der nächste Tech Talk findet am 4. November 2021 statt. Die Registrierungen sind bereits offen. Es wird Alexander Rühle sprechen von der Zappliance zum Thema Der Weg des Revisors zur KI. An dieser Stelle begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Michael Morgenthaler auf der Bühne. So, Michael, ich werde dir jetzt die Rechte der Präsentation Sehr übergeben. gut. Und ich möchte auch noch ganz hervorheben, dass du, Michael, auch Mitglied unserer Fachgruppe bist Ja, genau. und auch im Vorstand des ISACA Germany Chapters schon gewesen bist. Du wirst gleich selbst im Intro noch etwas dazu sagen. Ich weiß auch, dass du schon lange im Bereich des Datenschutzes unterwegs bist. Daher ja, wünsche ich uns allen eine interessante kommende Stunde. So. Ich kriege ja gerade ganz viele Meldungen von Webex. Ja, herzlich willkommen an alle. Vielleicht mal kurzes Feedback, ob man die Folie sieht. Passt. So, ich muss auf die nächste Seite kommen. Okay, warum lässt du mich das nicht? Er lässt mich ihm nur Dateien freigeben. Ich hätte eigentlich lieber meinen Bildschirm freigegeben. Das hat aber nicht so gut geklappt. So, ich bin jetzt auf der nächsten Seite, aber er lässt mich nicht weiterschalten. Das ist unschön. Ah, okay, darüber. Gut, ich mache jetzt mein Video wieder aus, einfach um Bandbreite zu sparen. Das ist vielleicht immer sinnvoll. Ich bin also da, ist zu viel auf jeden Fall. Und dann fange ich jetzt einfach mal an. Ja, Michael Morgenthaler. Man sieht hier auf der Seite, ich bin schon lange im Datenschutz, aber auch bei ISACA relativ aktiv. Michael, wir sehen nur die Startseite. Okay, das ist schlecht, weil ich sehe inzwischen die zweite Seite. Gut oder nicht gut? Er sagt mir Anzeige. Ich habe die Datei freigegeben. Ah, kannst du noch mal den Bildschirm, kannst du noch mal auf Beenden gehen und den Bildschirm versuchen zu teilen komplett? Ich sage jetzt mir. Gut. Also er lässt mich nur. Also bei Inhalte freigeben, sagt er mir auch nur, bietet er mir auch nur an, dass ich Inhalte freigeben kann. Ich kann jetzt auch das, was ich sehe, nicht beenden, sagt er mir zumindest. Du hast mir die Berechtigung gegeben, Dateien hochzuladen. Das habe ich gemacht, aber ich habe nicht die Berechtigung, meinen Bildschirm zu zeigen. Das prüfen. Also es liegt an irgendeiner Funktion innerhalb von. Ja, das wird eine Webex-Funktionalität sein. Ich kann jetzt auch das, was ich hochgeladen habe, kann ich auch auf die nächsten Seiten weiterschalten. Aber ich kann nicht meinen Bildschirm teilen. Die Funktion fehlt mir. So, ich schaue hier noch mal in die Berechtigungen rein.
Okay, was glaube ich funktioniert ist, weil ich sehe hier an deinem Dokument, dass ich glaube ich dort durchgehen kann. Du siehst den Bildschirm. Ich glaube, ich kann hier weitergehen. Du kannst weitergehen. Ja, das hat sich gerade verändert. Okay, dann sagst du mir an, wenn ich die Folie weiter Okay, bewege und dann dann mache ich das. genau, dann machen wir so. Das ist sicherlich einfacher. Also jetzt sieht man die Folie mit Michael Morgenthaler oben drüber. Korrekt. Okay, sehr gut, vielen Dank. Ja, nochmal herzlich willkommen. Michael Morgenthaler, ich bin seit fast 20 Jahren bei Isaka aktiv, war auch ein paar Jahre im Vorstand, beschäftige mich mit Informationssicherheit und Datenschutz, habe auch die ein oder andere Zertifizierung, sowohl von Isaka, aber auch von der IAPP, der International Association for Privacy Professionals. Bin seit letztem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, nicht mehr aktiv bei der SAP, wo ich vorher war, und darf mich jetzt mit in der Beratung, ich halte Vorlesungen, ich engagiere mich bei Datenschutz geht zur Schule und habe unter anderem jetzt eben diesen Vortrag heute für Sie vorbereitet. Ich bin auch CDIPSI-Trainer bei der ISACA. Da findet im November auch eine Schulung statt, wenn jemand den CDIPSI ablegen möchte. Als Gelegenheit für eine kleine Werbung für die Isaka Trainings. So, wieder auf die nächste Seite. Ganz kurz Vorbemerkung: Alles, was hier jetzt erzählt hat, ist rein der Information. Es ist keine Rechtsberatung, auch wenn es ein rechtliches Thema ist. Gegebenenfalls müssen Sie sich mit Ihrem Datenschutzbeauftragten oder eben mit einem entsprechenden Juristen beraten. Nächste Seite, bitte. Worüber werden wir heute sprechen? Wir werden kurz über die Datenschutzgrundverordnung sprechen. Das ist das Maß der Dinge. Dann über die neuen Prinzipien, die es eben bei der Softwareentwicklung im Betrieb gibt, eben Privacy by Design und Privacy by Default. Und im zweiten Teil des Vortrags dann über die Datenschutzfolgeabschätzung. Nächste Seite, bitte. Michael, ich muss Michael. schauen hier, um sicherzugehen, dass ich sehe zwar die Folien, bin mir aber nicht sicher, ob die Teilnehmer mit die Folien sehen. Das ist heute ganz verrückt. Das ist ganz verrückt. Ja, ich habe auch leider kein zweites Gerät, um mich einzuwählen. Das mache ich ganz gerne über mein iPad, aber habe ich eben Okay, schon festgestellt. Okay. doch kommt gerade die Rückmeldung hier. Wir sehen die Folien. Sehr gut. Perfekt, gut, dann machen wir Gut. weiter. Gut. Ja, Also nächste Seite. Entschuldigung an eine Teilnehmer hier, aber es scheint ja, wahrscheinlich ein neues Release vom Webex zu sein. Wir sind jetzt auf der Folie Datenschutz, warum und wofür. Genau, da können wir auch gleich drüber springen. Wir machen mit der nächsten Seite weiter. Gut. Das wäre eigentlich eine animierte Folie. Da kam eben beim Hochladen die Info, tut wohl nicht. Worum geht es beim Datenschutz? Beim Datenschutz geht es eigentlich darum, ja, jeder von uns hat Eigenschaften. Ganz, ganz viele Eigenschaften. Und diese Eigenschaften sind vollkommen unterschiedlich. Welche Freunde wir haben, welche Religion, welche Telefonnummer, welchen Beziehungsstatus, wer ist der Arbeitgeber, ist man männlich, weiblich oder betrachtet sich als eine diverse Person, wie nutzt man soziale Medien. All das bestimmt das Wir und was wir sind. Diese Informationen teilen wir, wenn alles gut läuft, teilen wir nach unserer eigenen Entscheidung. Wir erzählen Freunden vielleicht etwas über unseren Beziehungsstatus, über unseren liebsten Fußballverein. Wir erzählen Kollegen andere Dinge, die dort relevant sind. Man erzählt dem Partner vielleicht etwas wieder anderes. Aber wir entscheiden selbst, wer was über uns weiß und wofür er das verwenden darf. Das ist die grundlegende Idee der informationellen Selbstbestimmung. Nächste Seite, bitte. Und das ist ein Grundrecht. Ein Grundrecht, das abgeleitet ist aus dem Buch der Grundrechtecharta der EU, aber auch aus dem Grundgesetz. Zum einen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und zum zweiten, jeder hat das Recht auf die Entfaltung seiner Persönlichkeit. Daraus abgeleitet kommt eben dieser Punkt, wer weiß was über mich und zu welchem Zweck? Und ich kann es bestimmen. Und das ist der zentrale Punkt des Datenschutzes. Daran soll sich der Datenschutz messen.
Ob wir das jetzt im Unternehmensumfeld betreiben oder ob wir es im öffentlichen Bereich sehen, das ist die grundlegende Idee. Also der Datenschutz ist der aus Grundrechten abgeleitete Ausdruck dieser informationellen Selbstbestimmung. Und das ist nicht nur für den Einzelnen wichtig, der da geschützt wird, wenn er vielleicht Eigenschaften hat, in seinem guten Recht, aber Eigenschaften hat, die halt vielleicht nicht die Eigenschaften sind, die alle anderen haben. Wenn 99% der Leute durch die eine Tür gehen und ich gehe durch die andere Tür, dann sollte das nicht zu meinem Schaden sein, weil die Persönlichkeitsentwicklung hier sehr wichtig ist. Und das ist auch sehr wichtig für die Entwicklung unserer Gesellschaft, weil wenn alle in die gleiche Richtung laufen, dann wird sich die demokratische Gesellschaft als solches nicht weiterentwickeln können. Also das ist der Grundgedanke, so ein bisschen mal Werbung für Datenschutz ist gar nicht so schlimm, wie er an vielen, vielen Stellen immer wieder dargestellt wird. Wenn man mal da denkt, was steht denn dahinter? Es ist immer sehr aufwendig, ganz klar, die Regularien einzuhalten, aber es hat wirklich einen sehr, sehr positiven Grundgedanken. Nächste Seite, bitte. Nochmal, bitte. So. Wir unterhalten uns seit, ja, nun schon seit vielen Jahren über die Datenschutzgrundverordnung oder die General Data Protection Regulation, die tatsächlich gar nichts so Neues ist. Sie wurde 2018 verabschiedet. Nein, 2018 kam sie in Kraft. Verabschiedet wurde sie 2 Jahre vorher, 2016. Und sie setzt auf der Datenschutzrichtlinie, die es schon seit 1995 gibt. Nächste Seite, bitte. Die hat eine Historie, nämlich wie gesagt, es gab bereits die Richtlinie, dann gab es bereits 2012 die politische Diskussion, man muss was tun. Das ist alles nicht mehr, entspricht nicht mehr den Gegebenheiten. Klar, 1995 hat keiner über Web-Services, Social Media, künstliche Intelligenz und all diesen Dingen gesprochen. Es gab dann starke Einflussnahmen, vor allem von US-Lobbyisten. 2016 wurde sie verabschiedet und seit 2018 ist sie jetzt eben anzuwenden als gültiges Recht mit sogenannten lokalen Öffnungsklauseln. Sprich, die unterschiedlichen Länder in der Europäischen Union können diese an bestimmten Dingen eigene Regeln erlassen, die ergänzend wirken, was wir zum Beispiel in Deutschland mit der Videoüberwachung haben. Nächste Seite, bitte. Ja, was hat sich denn da geändert? Nochmal ganz kurz so ein Recap. Also es ist eine Verordnung, keine Richtlinie. Der Unterschied ist, eine Verordnung ist sofort geltendes Recht, ohne dass der deutsche, französische, polnische Gesetzgeber ein Gesetz erlassen muss. Bei einer Richtlinie gab es damals das Bundesdatenschutzgesetz oder das französische Datenschutzgesetz. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Die personenbezogenen Daten haben sich nicht geändert. Definition ist immer noch das gleiche geblieben. Man darf Daten immer noch nur verarbeiten, wenn es entsprechende Erlaubnistatbestände gibt. Grundsätzlich ist die Verarbeitung verboten. Die Bestellung des Datenschutzbeauftragten hat sich verändert. Das ist was, was wir in Deutschland nicht so sehr merken, weil wir hatten es bei uns bereits in den Gesetzen der letzten 20 Jahre. Das ist aber in anderen Ländern anders gewesen. Es gibt nur ein Marktortprinzip und auch die territoriale Reichweite hat sich verändert. Dadurch, dass wir früher hatten wir gesagt, na jeder, der in Deutschland ein Unternehmen betreibt oder in der Europäischen Union, muss sich daran halten. Heute muss man sich auch daran halten, wenn man gar kein Unternehmen in der Europäischen Union hat, aber dort Geschäfte betreibt. Das wurde entsprechend erweitert. Da hat man sich ein bisschen dem amerikanischen Prinzipien auch angepasst, die ganz häufig auch sagen, wenn du in Kalifornien Geschäfte machen willst, dann musst du dich an die Re Regeln dort halten, was ja auch gar nicht so verkehrt ist. Das hat aber auch dazu geführt, dass viele nicht-europäische Unternehmen ganz stark in den Datenschutz investiert haben. Die Regelungen der Auftragsdatenverarbeitung wurden erweitert. Da sind wir ja momentan in der Diskussion mit den Standardvertragsklauseln. Bitte auf die nächste Seite. Die Informationspflichten, wie muss ich einen Betroffenen informieren, wurden deutlich verändert. Das sind alles Punkte, da könnte man eigene Vorträge drüber halten. Das ist einfach nur ein kleines Recap. Die Grundsätze der Verarbeitung haben sich eigentlich weitestgehend auch beibehalten. Man darf eben nur rechtmäßig Daten verarbeiten. Es gibt eine Zweckbindung. Daten müssen immer richtig sein, sie müssen irgendwann gelöscht werden und sie müssen sicher verarbeitet werden. Das sind die Punkte Integrität und Vertraulichkeit. Auf der nächsten Seite kommen wir jetzt zu den neuen, wirklich neuen Dingen, nämlich
Wir haben einen Risikobegriff in der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben eine Rechenschaftspflicht. Das heißt, man muss nicht nur alles richtig machen, sondern muss es auch beweisen können, dass man es richtig macht. Verarbeitungsverzeichnisse des betroffenen Rechten wurden erweitert. Meldepflichten wurden erweitert und verschärft. Und es gab neue Datenkategorien, nämlich Biometrik zum Beispiel, was es vorher noch nicht gab. Nächste Seite bitte. Und wirklich neu sind die Punkte Datenschutz durch technische Gestaltung, Datenschutz durch Datenschutz der Voreinstellung und die Datenschutzfolgeabschätzung. Und darüber werden wir uns jetzt die nächsten 45 Minuten noch unterhalten. Nächste Seite bitte. Und noch eine bitte. Ich werde im Weiteren Privacy by Design, by Default sagen, weil das ist einfach angenehmer als das Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Da verhaspel ich mich garantiert jedes Mal. Was aber interessant ist, das ist diese Begrifflichkeit, die in der Datenschutzgrundverordnung im englischen Text drinsteht. Und wenn man sich das mal anguckt, in den unterschiedlichen Übersetzungen werden da in den in den anderen Ländern ganz unterschiedliche Texte tatsächlich verwendet. Im französischen Recht steht dann Datenschutz von der Entwurfsphase an. Im spanischen Recht steht Datenschutz beim Entwurf oder im portugiesischen Datenschutz ab der Konzeption. Im deutschen, wie gesagt, Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellung. Also bereits daran merkt man, ja, man muss natürlich dann wirklich genauer reingucken, was ist denn gemeint. Das Ziel in allen diesen Fällen ist, dass Datenschutz bereits bei der Gestaltung von Systemen und Diensten frühzeitig beachtet werden und im zweiten Punkt möglichst viele datenschutzfreundliche Voreinstellungen bereits vorliegen. Das heißt, der Nutzer, der ein neues System, einen neuen Dienst nutzt oder ein Unternehmen, das ein neues System einführt, hat dort bereits per Default, per Voreinstellung, möglichst viele Dinge findet er dort vor, die dem Datenschutz helfen. So ein bisschen basiert das Ganze auf den Begriffen der Datenvermeidung und Datensparsamkeit, die wir bereits im Bundesdatenschutzgesetz der alten Form hatten. Nächste Seite bitte. Michael, da wir gerade von Voreinstellungen sprechen, ich habe, glaube ich, die Voreinstellung gefunden und du müsstest jetzt in der Lage sein, auch deinen Bildschirm zu teilen. Dann ist das vielleicht für den Präsentationsfluss einfacher. Gut, dann mache ich das jetzt mal. So, sagen wir uns in der Firma immer, one problem feeds the other. Also ein neues Release bringt wieder, löst Probleme und bringt andere mit sich. Gut. Ich teile jetzt meinen Bildschirm und jetzt müsste man wieder die Folie sehen. Ausgezeichnet, klar. Hervorragend. Okay, vielen Dank. Also es hat sich dann gelöst. Gut, die Slide ist durch. Jetzt möchte ich hier oben noch weg. Gut. Ja, wo ist das geregelt? Das ist natürlich in Artikeln innerhalb der DSGVO geregelt. Hier im Bereich 25, der ist relativ länglich, deswegen habe ich ein bisschen aufgeteilt. Um was geht es denn? Am Ende sagt die Regulierung, Stand der Technik ist zu beachten. Die Kosten, auch sehr interessant. Also ist nicht, wenn die Implementierungskosten zu hoch sind, hat man auch eine gewisse Öffnung. Es geht um die Art, den Umfang und die Zwecke der Verarbeitung. Also da darf man auch unterscheiden, inwieweit und welche Regeln und welche Maßnahmen man trifft. Dann geht es um Eintrittswahrscheinlichkeiten. Wenn wir nämlich die Daten verarbeiten, kann was passieren, aber wie wahrscheinlich ist es, wann passiert es und wie schwer ist das Ganze für den Betroffenen? Und dann geht es um die Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. Das ist jetzt so, sind nicht die Risiken, die wir normalerweise aus dem Risikomanagement kennen, kennen wir bei der ISAK auch, also nicht diese Unternehmensrisiken oder Projektrisiken. Nein, es geht bei der Bewertung, was ist denn zu berücksichtigen, um die Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. Das ist ein ziemlich breit gefasster Begriff. Da geht schon ein bisschen darüber hinaus, was wir im Datenschutz sonst haben. Dann geht es weiter. Der Verantwortliche, also das Unternehmen, muss zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel da kommen wir auf die nächste Seite, technische und organisatorische Maßnahmen treffen. Da sagt der Gesetzgeber zum Beispiel als Beispiel, Pseudonymisierung kann eine Maßnahme sein,
Und diese Maßnahmen sollen aber nicht der Sicherheit dienen, sondern die sollen dafür dienen, dass die Datenschutzgrundsätze, die ich vorhin ja kurz auf der Slide hatte, wirksam umgesetzt werden können. Das ist ein ziemlicher Hammer, also das ist ziemlich viel. Also wir müssen, wie gesagt, berücksichtigen, was haben wir denn für Daten, wofür verwenden wir sie, welche Risiken bestehen für die Personen, deren Daten wir verarbeiten, die ja im Mittelpunkt des Datenschutzes stehen. Und dann soll man frühzeitig festlegen, wie gewährleisten wir denn, dass Daten gelöscht werden können, dass Daten nur rechtmäßig erfasst werden können, dass Daten korrigiert werden können. All diese Dinge, die eben bei den Datenschutzgrundsätzen wichtig sind, um am Ende wiederum die betroffene Person zu schützen. Das ist ja der Punkt vom Datenschutz. Das ist eigentlich der Schutz der Person bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Hier nochmal diese Grundsätze aufgeschlüsselt. Es geht eben um den Grundsatz der Rechtmäßigkeit. Der wurde erweitert um das Thema treuen Glauben und Transparenz. Das heißt, ich verarbeite nur Daten als Unternehmen, die ich rechtmäßig erheben kann. Und ich bin auch transparent gegenüber den Betroffenen. Ich verarbeite Daten nur gemäß der Zweckbindung, also nur für die Zwecke, die ich auch im Rahmen der Erhebung dem Betroffenen zugesichert habe. Ich verarbeite nur Daten, die ich wirklich für die Verarbeitung, für das Erreichen des Zweckes benötige. Ich sorge dafür, dass die Daten immer richtig sind. Und ich lösche sie, wenn ich sie eben nicht mehr benötige und auch keine weiteren rechtlichen Bedingungen herrschen, dass ich die Daten zum Beispiel für einen Revisor aufheben muss. Und ich sorge für Integrität und Vertraulichkeit. All das soll ich bei der Planung von neuen Diensten, bei der Planung von neuen Systemen, bei der Planung von neuen Produkten bereits berücksichtigen. Das ist die Idee von Datenschutz by Design. Der Artikel 25 geht dann weiter. Diese technischen organisatorischen Maßnahmen, die sollen auch sicherstellen, dass bereits in der Grundsystematik, in der Standardeinstellung grundsätzlich nur die Daten wirklich verarbeitet werden, die man für den Verarbeitungszweck unbedingt benötigt, die erforderlich sind dafür. Da geht es dann um so Dinge wie, wie viele Daten werden erhoben, wie groß ist der Umfang der Verarbeitung, wie sind die Speicherfristen oder wer hat Zugang zu diesen Daten. Damit sind wir beim Punkt Privacy by Default. Diese Maßnahmen sollen auch sicherstellen, dass eben nur die mit der Verarbeitung der Daten wirklich beauftragten Personen auf diese Daten zugreifen dürfen. Punkt, den wir ja sehr häufig haben, die Einschränkung, wer hat Zugriff auf Daten, auch hier in dem Fall auf die personenbezogenen Daten. Interessanterweise gibt das Gesetz hier auch schon in den sogenannten Erwägungsgründen den Unternehmen einige Maßnahmen mit. Ein Erwägungsgrund, man muss unterscheiden, die Datenschutzgrundverordnung, aber auch viele andere europäische Werke unterscheiden, haben immer zwei Bereiche. Zum einen die sogenannten Artikel, das ist der Gesetzestext, und die Erwägungsgründe. In den Erwägungsgründen erläutert der Gesetzgeber, was meint er denn mit den Gesetzestext. Die sind zum Teil relativ länglich. Bei der Datenschutzgrundverordnung gibt es, glaube ich, fast 200 Erwägungsgründe und im Erwägungsgrund 78 geht es eben um dieses Thema Datenschutz bei Design und bei Default. Also welche Maßnahmen helfen jetzt, die Grundsätze des Datenschutzes bei Design und bei Default umzusetzen? Zum einen Maßnahmen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten minimiert. Das heißt, auch da bereits bei der Planung muss überprüft werden, welche Daten brauche ich tatsächlich, muss ich die wirklich verarbeiten, um den Zweck des Prozesses entsprechend zu erreichen. Personenbezogene Daten sollen so schnell wie möglich pseudonymisiert werden. Pseudonymisierung ist ein Begriff, der im Datenschutzrecht sehr häufig vorkommt. Zusammen mit dem Begriff der Anonymisierung. Pseudonymisierung bedeutet, dass wir einfach ein Pseudonym haben, das eben nicht mehr erkennbar ist, das ist Michael Morgenthaler, sondern vielleicht ein entsprechendes Pseudonym, das kann eine Ziffernfolge sein,
Es gibt für dieses Pseudonym in entsprechenden Tabellen natürlich die Auflösung, damit man eben es wieder auf den Betroffenen zurückführen kann. Aber wenn jetzt ein Dritter auf die Daten zugreift, sieht er eben nur das Pseudonym und hat nicht den direkten Personenbezug. Und es soll transparent in Bezug auf die Funktionen und die Verarbeitung hergestellt werden. Das heißt, man gibt dem Betroffenen möglichst viele Informationen. Das kann zum Beispiel über eine Terms of Use sein, das kann über das sogenannte Privacy Statement sein oder über Hilfefunktionen. Was machen wir mit deinen Daten? Warum machen wir das mit deinen Daten? Wie lange machen wir das mit deinen Daten? Mit wem teilen wir gegebenenfalls diese Daten im Rahmen von einer arbeitsteiligen Wirtschaft? All diese Informationen gehören auch hier bereits zum Datenschutz by Design und Datenschutz by Default. Es soll der betroffenen Person ermöglicht werden, die Verarbeitung zu überwachen. Das ist ein Punkt, der steht zwar so hier drin, habe ich so in der direkten, tatsächlich in direkten Zugriff auch noch nie gesehen, dass man wirklich gucken kann. Aber die Verarbeitung zu überwachen kann man natürlich über die Einhaltung der betroffenen Rechte. Sprich, man kann als Betroffener ja bei den Unternehmen nachfragen, welche Daten habt ihr und wofür verarbeitet ihr die? Damit habe ich natürlich auch eine Überwachung. Und der Verantwortliche selbst wird in die Lage versetzt, dass er entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einführt. Da kann eine frühe Anonymisierung dazugehören, da kann eine Verschlüsselung dazugehören. All solche Dinge sind eben im Rahmen des Datenschutzes bei Design, bei Default zu beachten. Ganz wichtiger Punkt, den der Gesetzgeber hier auch wieder mitgibt, ist, diese Grundsätze sollten vor allem auch bei öffentlichen Ausschreibungen wichtig werden, aber natürlich sind die auch wichtig für jedes Unternehmen, das ein neues Produkt einsetzt. Als Maßnahmen kann man eigentlich schon eine relativ große Gruppe an Themen finden. Man kann Daten recht schnell aggregieren. Das heißt, so zusammenfassen, dass sie eben nicht mehr nur Daten einer einzelnen Person sind. Man kann pseudonymisieren oder anonymisieren. Pseudonymisieren, wie gesagt, hat immer noch einen Personenbezug, aber eben der direkte Bezug fehlt. Wenn jemand die Daten sieht, kann er zumindest nicht einfach auf die Person selbst schließen. Und bei der Anonymisierung ist der Personenbezug vollkommen weggegangen. Damit kann niemand mehr auf die Person zurückschließen. Sehr gut ist es immer, wenn man kurze Speicherfristen hat oder man hat ein automatisiertes Löschen. Idealerweise sogar auf Feldebene, weil wenn ich einen Datensatz habe, gibt es vielleicht Felder, die brauche ich relativ lange. Es mag aber auch Felder geben, die ich gar nicht so lange zur Erreichung des Zweckes benötige. Und man erstellt ein Löschkonzept. Wichtig auch für die Transparenz, eine feldgenaue Dokumentation der Zwecke. Nicht jedes Feld wird, wie gesagt, für die gesamte Lebensdauer des Datensatzes benötigt. Darauf kann ich aber nur Bezug nehmen und gegebenenfalls früher löschen, wenn ich weiß, was macht denn dieses Feld. Wir benötigen die Transparenz, dadurch, dass wir eben Informationen an den Betroffenen geben und vielleicht auch Prozesse zu Betroffenenrechten haben. Ein gern genommener Punkt aus der Datenschutzgrundverordnung, Symbolbezeichnung, maschinenlesbare Datenschutzerklärung. Da tut man sich wirklich schwer. Da hat sich in den letzten 10 Jahren nicht wirklich viel getan. Es gibt immer wieder Ansätze, die vor allem aus dem Marketingumfeld, aus dem amerikanisch definierten Marketingumfeld kommen, mit solchen Symbolen. Aber so richtig viel hat sich nicht getan. Auch die maschinenlesbaren Datenschutzerklärungen, dass ich eine Datenschutzerklärung eines Unternehmens aufrufe und mein Browser sagt mir dann automatisch, ah, das sind die und die Datenkategorien und die Verarbeitung. Also da ist noch sicherlich noch Luft nach oben. Ein weiterer Punkt, der durch den Gesetzgeber vorgesehen war, wäre eben, es gibt Werkzeuge zur Selbstauskunft oder einen Datenverarbeitungsbrief. Die Werkzeuge zur Selbstauskunft, die gibt es zum Teil, zumindest wenn man über die großen sozialen Netzwerke spricht. Da kann man das sehr einfach inzwischen an vielen Stellen ausfinden, welche Daten werden denn über mich
dort gespeichert. Ich kann sie mir auch downloaden. Der Datenverarbeitungsbrief, das ist so eine andere Geschichte. Das ist ja eher eine analoge Welt. Da bin ich sehr vorsichtig. Der Datenverarbeitungsbrief haben wir auch in Deutschland schon mal vor ein paar Jahren diskutiert. Wir schicken jeder Person per Post in Papierform eine Übersicht über die Daten, die wir über ihn verarbeiten. Da bin ich jetzt aus einer Datenschutzsicht extremst dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil ich nicht die Leute informieren will, sondern weil ich genau weiß, dass diese Papiere dann im Papierkorb landen, dass die im öffentlichen Raum landen. Jetzt nicht von jedem, aber da ist einfach eine Gefahr, dass personenbezogene Daten auf die Art und Weise veröffentlicht werden, wo der Nutzen tatsächlich viel geringer ist als das Risiko, dass hier irgendwas passieren würde. Ist so ein Punkt, muss man einfach sagen. Werkzeuge zur Selbstauskunft gerne, aber Datenverarbeitungsbrief, nee, das muss nicht sein. Soweit zum Thema Datenschutz bei Design und by Default. Ich bin zeitlich, glaube ich, noch ganz gut mit dabei, auch wenn wir am Anfang ein bisschen gehangen sind. Die Datenschutzfolgeabschätzung, Data Privacy Impact Assessment, Data Protection Impact Assessment, DPIA im Englischen abgekürzt, DSFA im Deutschen, ist eine weitere Neuerung, die wir im Datenschutzrecht durch die Datenschutzgrundverordnung bekommen haben. Sie verbindet eigentlich das Thema Recht und das Thema Sicherheit miteinander. Worum geht's? Welche Folgen hat die Nutzung von personenbezogenen Daten in einem Prozess, darum handelt es sich ja im Wesentlichen, für den Betroffenen? Und wenn wir feststellen, dass der Prozess hohe Risiken für den Betroffenen hat, dann muss man bereits auch wieder beim Planen des Prozesses diese Risiken bewerten und man muss Abhilfe schaffen. Hohe Risiken durch die Verarbeitung personenbezogener Daten sollen gar nicht zum Tragen kommen. Dieses Impact Assessment, das gibt es schon relativ lange. Das gibt es gerade im englischsprachigen Raum in England und auch in Kanada bereits seit den 90er als Privacy Impact Assessment. Wir in Europa hatten es durch die Vorabprüfung in der Richtlinie bereits seit 1995 für bestimmte Datenkategorien. Und es gab ja auch im BDSG der alten Form bereits den Begriff der Vorabkontrolle. All das ist eingeflossen, als die Gesetzgeber die Datenschutzfolgeabschätzung ins Gesetz mit aufgenommen haben. Das Ganze ist geregelt im Artikel 35, wo wiederum definiert ist, dass eben wenn ein voraussichtlich hohes Risiko wiederum für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, das wiederholt sich ein bisschen, auch was wir vorhin schon bei Datenschutz bei Design gesehen haben, die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, dann soll vorab eine Abschätzung durchgeführt werden, welche Folgen denn die Verarbeitung hat. Am Anfang hat man ein bisschen darüber diskutiert, bevor ich eine Abschätzung gemacht habe, wie weiß ich denn, dass ein hohes Risiko vorliegt. Aber das werden wir gleich in den nächsten Seiten sehen. Dafür gibt es entsprechende Listen inzwischen, wo man eben sagt, das sind Verarbeitungen, die könnten ein hohes Risiko haben. Dann macht man eine Datenschutzfolgeabschätzung. Und danach weiß man natürlich, hat man wirklich ein hohes Risiko oder haben wir das nicht? Oder haben wir bereits Maßnahmen ergriffen, die das hohe Risiko mindern? Der 35.1 hat die wichtigen Kernpunkte. Er sagt voraussichtlich. Das heißt, man muss früh abschätzen, also auch wieder bei der Planung bereits, ob man eine Datenschutzfolgeabschätzung macht, um eben zu klären, wie das Risiko für den Betroffenen ist. Der Risikobegriff selbst ist tatsächlich in der Datenschutzgrundverordnung nicht definiert, aber es lässt sich herleiten, dass es eben Schäden physischer, materieller oder immaterieller Natur sein können, die hier das Risiko sozusagen definieren. Dieser Begriff Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, das ist ja eigentlich viel mehr als nur den Datenschutz, weil das betrifft eigentlich alle Grundrechte, die es gemäß der EU-Grundrechtecharta und der Menschenrechtskonvention gibt. Das heißt, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten an sich
hat ja einen weiten Wirkungskreis. Und auch da, diesen soll im Rahmen der Datenschutzfolgeabschätzung bereits Rücksicht genommen werden. Und es soll eben vorab passieren, zumindest bevor eine Verarbeitung durchgeführt wird. Was man aus den Erwägungsgründen dann rausziehen kann, ist auf jeden Fall, es muss nicht der ganze Prozess, die ganze Verarbeitung ein hohes Risiko aufweisen. Es genügt, um eine Datenschutzfolgeabschätzung auszulösen, bereits wenn nur ein Teil der Verarbeitung ein solches hohes Risiko aufweist. Wie gesagt, es handelt sich nicht um ein Unternehmensrisiko oder wie wir es aus dem herkömmlichen Risikomanagement kennen oder ein Projektrisiko, sondern ist eben das Risiko für den Einzelnen. Die Datenschutzfolgeabschätzung ist durch den Verantwortlichen durchzuführen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diejenigen unter Ihnen, die die Rolle des Datenschutzbeauftragten haben, ich weise darauf hin, der Gesetzgeber sagt nicht, der Datenschutzbeauftragte, den es ja im Unternehmen geben muss, in vielen Fällen, ist hier derjenige, der die DSFA durchführt. Das ist der Verantwortliche. Der Datenschutzbeauftragte hat natürlich einen großen Kenntnisstand im Normalfall, und berät, ob eine Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen ist. Er unterstützt auch bei der Methodik und er prüft, ob die Maßnahmen, die dann eben eingeleitet werden, eben auch der Risikominderung wirklich dienen und ob alles, was zu einer Datenschutzfolgeabschätzung dazugehört, eben auch durchgeführt worden ist. Da würde ich wirklich darauf hinweisen, dass es nicht die originäre Aufgabe des Datenschutzbeauftragten ist, die Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen. Das hat der Projekt oder Programmmanager, der ein System entwickelt, der ein System einführt, der einen Prozess einführt, der muss das durchführen mit der Unterstützung des Datenschutzbeauftragten. Der Datenschutzbeauftragte kann sich nicht komplett rausziehen, aber es ist nicht seine originäre Aufgabe. Ein interessanter Punkt ist, dass der Hersteller eines Systems, da gibt es ja ganz viele Software, Hersteller oder auch IT-Dienstleister, die sind ja nicht verantwortlich. Verantwortlich ist ja das Unternehmen, das ein Produkt einsetzt, das einen Service einsetzt. Diese müssen zumindest laut Gesetz kein DS, da keine Datenschutzfolgeabschätzung fürs Produkt durchführen. Aber Sie sollten zumindest eine generische Folgeabschätzung erstellen, damit der Verantwortliche dann seine Folgeabschätzung entsprechend durchführen kann. Weil die Hersteller haben nun mal das umfassendste Verständnis, die kennen die technischen Eigenschaften, die kennen die Datenkategorien, die eigentlich da rein sollen. Natürlich weiß der Hersteller am Ende nicht, wie das Unternehmen dann die verschiedenen Datenfelder füllt, wie sie es verwendet, welche Zugriffsrechte sie geben. Aber eine generische Abschätzung sollte auf jeden Fall durchgeführt werden. Das wird auch spannend, wenn wir zum Beispiel über Cloud-Services sprechen. Bei der Cloud-Services, das ist eine Auftragsverarbeitung, also ein Prozess, wo ein Verantwortlichen einen Dritten mit der Verarbeitung der Daten beauftragt. Da hat der Gesetzgeber ja dem Auftragnehmer neu in der Datenschutzgrundverordnung mit ins Gesetz geschrieben, dass es eine gemeinsame Verantwortung gibt und dass er zum Beispiel den Verantwortlichen auch zum Beispiel bei einer Datenschutzfolgeabschätzung unterstützen muss. Wichtig ist, dass man im Vertrag dann entsprechend festlegt, wer denn für welche Maßnahmen zur Risikominderung, wenn denn welche benötigt werden, wer für diese Maßnahmen zuständig ist. Stellt sich die Frage, wann braucht man denn so eine DSFA? Im Gesetz steht ja eben dieser Begriff des hohen Risikos, aber den weiß man ja manchmal noch gar nicht. Deswegen ist es ganz gut, dass es bereits so Listen, nenne ich es jetzt mal, gibt. Die sind auch überall, wo diese kleinen roten Bubble hinten dran sind. Da gibt es im Anhang der Unterlagen, die Sie auch erhalten werden, gibt es im Anhang hinten entsprechende ausführliche Beschreibungen.
Also, es gibt zum einen in der DSGVO selbst bereits zwei Begrifflichkeiten, wann eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt werden muss. Die eine ist nämlich, wenn neue Technologien verwendet werden. Die zweite ist, es gibt drei Sachverhalte, die zusätzlich beschrieben werden. Da gehört zum Beispiel sowas wie Videoüberwachung auch mit dazu. Dann gibt es Listen des Europäischen Datenschutzausschusses. Das ist die Nachfolgeorganisation der Artikel 29 Gruppe. Da sitzen alle Datenschutzbeauftragten der EU-Länder mit drin. Die haben eine Liste rausgegeben mit neuen Kriterien, wo dann gesagt wird, wenn zwei dieser Kriterien zutreffen, dann soll man eine Datenschutzfolgeabschätzung durchführen. Ja, aber es geht noch weiter. Dann gibt es die deutsche Sicht der Dinge. Es gibt eine Leitlinie der Datenschutzkonferenz. Die haben 17 Kriterien gefunden. Also man muss sich wirklich angucken, wer da was macht, welche Begrifflichkeiten verwendet werden. Die Datenschutzkonferenz, das sind die technischen Datenschutzbeauftragten, also eine Datenschutzaufsichtsbehörde, die hat ja eine relativ gleiche Struktur. Es gibt immer Leute, die sich auch mit den technischen Dingen befassen. Und die Datenschutzkonferenz, die trifft sich regelmäßig. Das sind die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer, die sich da zusammensetzen und dann eben auch Richtlinien rausgeben, wie der Datenschutz in Deutschland eben bei den Unternehmen, weil für die Unternehmen sind die Länder zuständig, nicht der Bundesdatenschutzbeauftragte, da vorgeben, wie die Kriterien anzuwenden sind, wie die Regeln anzuwenden sind. Die sind sich nicht immer einig, da gibt es durchaus auch unterschiedliche Aussagen. Hatten wir jetzt zum Beispiel bei Microsoft Cloud-Diensten, dass die Süddeutschen Länder etwas anders agiert haben als die norddeutschen Länder. Aber auf der Datenschutzkonferenz versucht man immer, sich auf klare, einheitliche Regeln zu einigen. Und da sind eben die 17 Kriterien mit rausgekommen. Was es natürlich immer noch gibt, ist eine eigenständige Prüfung. Bin ich der Meinung, dass es ein hohes Risiko sein könnte, dann muss ich eben eine Datenschutzfolgeabschätzung durchführen. Weiterhin wichtig, welche Inhalte hat denn eine Folgeabschätzung? Das ist der Punkt, wo auch der Datenschutzbeauftragte wieder mit ins Spiel kommt. Also es muss zum ersten Mal systematisch beschrieben werden, was wollen wir denn verarbeiten, wie wollen wir es verarbeiten und was sind die Zwecke der Verarbeitung. Das sind ja auch Dinge, die wir an anderer Stelle wiederfinden, ob wir über das Verfahrensverzeichnis reden, ob wir über Betroffenenrechte reden. Auch da müssen wir ja wissen, was verarbeiten wir, zu welchem Zweck verarbeiten wir es, wie verarbeiten wir es. Dann kommt aber dazu, dass man eine Bewertung durchführen muss. Und zwar die Bewertung, ob die Verarbeitung, die ich hier durchführe, verhältnismäßig ist für den Zweck, wo ich sie durchführe. Das wird dann schon ja etwas schwieriger. Auch das muss dokumentiert werden. Dann kommt diese Bewertung der Risiken. Da muss man sich eine Risikomatrix erstellen. Da gibt es jetzt nicht wirklich irgendwas out of the box, das man verwenden kann, weil es sind ja die Risiken für die Rechte und Freiheit des Einzelnen. Also hat der wenig mit dem Risikomanagement zu tun, das wir bisher können. Aber wir müssen ja eine Bewertung durchführen, um am Ende dahin zu kommen, zu sagen, naja, wir haben hier ein hohes Risiko. Deswegen müssen wir dann, und das ist der nächste Schritt, nämlich die müssen wir Maßnahmen einplanen. Maßnahmen zur Bewältigung der Risiken. Wie können wir denn Maßnahmen ergreifen, dass am Ende die Rechte und die berechtigten Interessen der Personen berücksichtigt werden, beziehungsweise dass eben die Risiken minimiert werden, dass keine hohen Risiken mehr durch die Verarbeitung für die einzelne Person besteht. Der Gesetzgeber hat dann noch mit dazugegeben, ja, man soll doch idealerweise die Betroffenen selbst befragen. Das ist etwas, was ich im Unternehmensalltag tatsächlich noch nicht gesehen habe, weil man würde ja mit einem neuen Produkt, mit einem neuen Service rausgehen und die Leute befragen,
wie man die da einbinden will, also da habe ich noch keine gute Idee gesehen. Natürlich kann man im Rahmen von irgendwelchen Studien im Vorfeld überlegen, das sind die Daten, die wir verarbeiten, das sind die Zwecke, wofür wir sie verarbeiten und dann kann man auch tatsächlich Betroffene befragen. Aber das ist immer nur ein Ausschnitt. Es wird nicht möglich sein, dass man alle Betroffenen am Ende in irgendeiner Weise einbindet. Was wichtig ist, ich hatte ja am Anfang erläutert, einer der neuen Punkte in der Datenschutzgrundverordnung ist die Rechenschaftspflicht. Und auch die Datenschutzfolgeabschätzung fällt damit rein, nämlich die Ergebnisse sind zu dokumentieren, damit im Rahmen der Rechenschaftspflicht hier eben auch Nachweis erbracht werden kann. Wir haben eine Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt, wir sind zu bestimmten Ergebnissen gekommen, wir haben bestimmte Maßnahmen durchgeführt und am Ende haben wir die Risiken ausreichend reduziert. Das heißt, wir haben am Ende ein positives Ergebnis, wir haben eine Verarbeitung, die vielleicht mal ein hohes Risiko beinhaltet hat. Wir haben Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel Verschlüsselung, und sind nun der Meinung, mit diesen Maßnahmen sind wir in der Lage, den Betroffenen ausreichend zu schützen und deswegen dürfen wir mit der Verarbeitung beginnen. Kann natürlich aber auch passieren, dass wir am Ende einer Datenschutzfolgeabschätzung feststellen, wir kriegen das Risiko nicht reduziert. Kann entsprechende Prozesse geben, weil die Daten entsprechend kritisch sind, weil die Art und Weise, wie wir sie verarbeiten wollen, es einfach nicht erlaubt, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Dann, auch das ist natürlich zu dokumentieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich wir sagen einfach, gut, dann können wir diese Verarbeitung nicht durchführen. Oder zweite Möglichkeit ist, wir gehen zur Aufsichtsbehörde und lassen uns von der Aufsichtsbehörde helfen. Das ist ein Punkt, auch da muss ich sagen, bin ich etwas zwiegespalten. Ich als oder wir als diejenigen, die die Datenschutzfolgeabschätzung durchführen, wir kennen den Prozess, wir kennen die Daten, die verarbeitet werden. Wir wissen, welche Maßnahmen möglich sind und kriegen es selbst nicht hin, dass wir sagen, wir minimieren die Risiken. Was darüber hinaus kann uns tatsächlich eine Aufsichtsbehörde dann noch helfen? Fällt mir schwer, hier jetzt rauszufinden, wo der Nutzen ist. Und ich kenne auch niemanden, der mit einer Verarbeitung, wo er selbst keine Minimierung der Risiken durchgeführt hat, zu einer Aufsichtsbehörde gegangen wäre. Mag sein, dass man sowas nicht publiziert, aber kann mir sehr schwer vorstellen, dass diese Konsultation mit der Aufsichtsbehörde hier regelmäßig stattfinden wird. Wichtig bei einer Datenschutzfolgeabschätzung ist auch, dass sie regelmäßig zu wiederholen ist, nämlich insbesondere dann, wenn sich die Risiken ändern. Also zum Beispiel, weil eine der Maßnahmen, die ich ergriffen habe, eben nicht mehr wirksam ist. Als Beispiel, ich habe eine Verschlüsselung und die Verschlüsselung ist halt irgendwann geknackt und nicht mehr wirksam. Dann sollte ich vielleicht mal reingucken, ob ich immer noch zu der Bewertung komme, dass ich die Risiken ausreichend reduziert habe. Also da muss man sich einen entsprechenden Prozess aufbauen, der dann sagt, ja, lass uns mal einmal im Jahr oder alle 2 Jahre oder der auch die Risikoänderungen betrachtet, um dann zu klären, ob man eben eine Datenschutzfolgeabschätzung durchführen muss. Wer sich sowas mal angucken will, es gibt zwei veröffentlichte Beispiele, nämlich zum einen die Corona-Warn-App, die ja sicherlich viele von uns auch nutzen. Da ging es ja um die Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Aus einer Datenschutzsicht sicherlich ein sehr gelungenes Produkt. Und dafür gibt es eine Datenschutzfolgeabschätzung. Ist aber nicht gerade leicht zu lesen, ist auch nicht in 3 Seiten, ich glaube, es sind 140 Seiten oder sowas. Aber man kann sich angucken, wie sowas eben aussehen kann. Eine weitere gab es eben auch, als der Entwurf zum Gesetz zur digitalen Modernisierung der Versorgung und Pflege, also die Pflegethematik, letztes Jahr rausgegeben worden ist. Auch dafür gibt es eine Datenschutzfolgeabschätzung. Also, dass man mal sieht, wie jetzt hier so ein Dokument am Ende aussehen kann, wie man das entsprechend dokumentieren kann. So, damit bin ich auch schon fast am Ende. Was heißt denn das nun für die Unternehmen?
wenn Sie in der Produktentwicklung sind, wenn Sie neue Prozesse einführen wollen, wenn Sie neue Services einführen wollen, wird ja im Normalfall immer bereits sehr früh festgelegt, was soll denn das entsprechende Produkt, der entsprechende Service, was sollten die erfüllen. Bereits da sollten Sie im Pflichtenheft diese Grundsätze der Datenverarbeitung, der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beachten. Wenn Sie wirklich eine Softwareentwicklung durchführen, dann müssen Sie Ihre Entwickler schulen. Sie müssen denen Dokumentationen mit an die Hand geben. Sie müssen in diesen Erwägungsgrund 78, wo der Gesetzgeber ja schon Themen wie Anonymisierung, Pseudonymisierung reingeschrieben hat, den entsprechend in die Unternehmenswirklichkeit umsetzen. Das sind Gesetzestexte. Die sind nicht immer sofort greifbar. Das heißt, wenn Sie solche Prozesse haben, dann müssen Sie so diese ganzen Informationen in eine Form umarbeiten, dass die Leute, die tatsächlich die Entwicklung später durchführen, dass die das alles beachten können, dass es entsprechende Punkte im Rahmen der Entwicklung gibt, wo auch Checkpoints durchgeführt werden und dass auch jeder weiß, was er da zu tun hat. Wenn Sie Produkte einführen, wenn Sie Services einführen, dann sollten Sie auf jeden Fall die Standardeinstellungen überprüfen, die diese Produkte mitbringen. Und da dürfen Sie auch gerne den Hersteller nachfragen, ob er eine grundsätzliche Datenschutzfolgeabschätzung zum Beispiel schon hat oder ob er eine Definition hat, was sind die Einstellungen. Und die Standardeinstellungen sollten eigentlich immer datenschutzfreundlich sein. Wenn Sie in mehreren Ländern dann irgendwelche Prozesse einführen, dann dürfen Sie auch gerne prüfen, ob zum Beispiel in den USA oder in einem anderen Land außerhalb der EU vielleicht andere Einstellungen möglich sind, längere Speicherfristen oder ähnliches. Sie sollten auf jeden Fall einen Prozess zur Datenschutzfolgeabschätzung einführen, damit überhaupt eine Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt werden kann. Sie haben diese unterschiedlichen Kriterienkataloge, die Sie für Ihre Anwendungen beachten sollten. Eine Datenschutzfolgeabschätzung soll regelmäßig wiederholt werden, hatte ich ja eben angesprochen. Und ziehen Sie Ihren Datenschutzbeauftragten mit ein. Wie ich vorhin gesagt habe, es ist nicht seine originäre Aufgabe, die Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen. Aber er hat häufig ein sehr umfangreiches Wissen, das Sie hier im Rahmen der Abarbeitung der Folgeabschätzung auf jeden Fall verwenden sollten. Damit wäre ich am Ende. Ich habe am Anfang ein bisschen schneller gemacht, weil wir diese kurze Lücke mit der Technik hatten, habe den Datenschutzgrundverordnungsteil etwas gekürzt, weil das sind ja eigentlich Dinge, die häufig schon bekannt sind. Deswegen haben wir jetzt noch 7 Minuten, um Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, ob was im Chat war oder wie wir das jetzt machen, aber gerne können wir jetzt drüber gehen. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Michael, für den spannenden Vortrag. Und wenn es die Bandbreite erlaubt, kannst du auch gerne nochmal deine Kamera anmachen. Gucken, Moment. Dann könnte ich die Teilnehmer auch nochmal sehen. Ich finde das Thema Datenschutz immer sehr spannend. Ich war selbst Datenschutzbeauftragter gewesen in der Vergangenheit und das Thema, das war noch vor der Datenschutzgrundverordnung und da hatte das Thema Datenschutz nicht unbedingt den entsprechenden Stellenwert immer gehabt im Unternehmen. Das wird der eine oder andere nachvollziehen können hier, der auch im Call mit ist. Und dann kam die EU-Datenschutzgrundverordnung, dann ist natürlich deutlich mehr Fokus auf den Datenschutz gekommen, da wurde viel gemacht, dann gab das Schreckgespenst der großen Strafen, die da im Raum stehen. Und dann ist das Ganze aber auch so ein bisschen abgeebbt jetzt irgendwie wieder. Also man hört jetzt die ganzen Projekte sind in der Regel im Unternehmen abgeschlossen, die meisten reporten, das ist alles soweit okay. Wie sind deine Erfahrungen jetzt im Arbeiten mit Unternehmen? Ist es wieder abgeflacht oder ist doch noch ein gewisser punktuierter Fokus mehr auf den Datenschutz geblieben? Also es ist auf jeden Fall abgeflacht. Aber das ist ja auch natürlich. Man hat erstmal diese Strafen, die du angesprochen hast, die sind ja zum Teil tatsächlich
Man hat ja auch schon gehört, dass Strafen inzwischen ausgesprochen worden sind. Strafen, die durchaus in große finanzielle Dimensionen auch sind. Wir hatten den Berliner das Immobilienunternehmen. Wir hatten hier in Baden-Württemberg einen kleineren so ein Social Media. Da wird auf jeden Fall viel gemacht und auf europäischer Ebene noch viel mehr. Es gibt Strafen gegen Google und gegen andere. Also die Strafen sind immer noch da. Das heißt, es war durchaus richtig, dass man diesen Aufwand betrieben hat damals. Den Aufwand hat man aber natürlich zuerst mal betrieben, dass man so wirklich die ganz, ganz wichtigen Dinge erstmal tut. Und das waren vor allem Prozessthematiken. Man hat einen Prozess für die betroffenen Rechte aufgebaut, man hat einen Prozess aufgebaut, um die Zweckbindung, also Datenerfassung. Wir alle kriegen inzwischen, egal welche Webseite wir gehen, müssen wir irgendwelche Cookie-Banner bearbeiten. Wir haben alle E-Mails bekommen. Dürfen wir sie weiterhin mit Werbung ansprechen? Da waren sicherlich auch das ein oder andere, was übers Ziel hinausgeschossen ist. Wenn ich heute bei meinem Arzt vorbeigehe und der legt mir vor, Sie müssen mir jetzt erlauben, dass ich Ihre Daten mit meinen Mitarbeitern hier im Teile, also dass die praktisch auch auf ihre Daten zugreifen dürfen, dann geht es sicherlich irgendwo drüber hinaus. Ich muss ja nicht einzelne Personen erlauben, sondern den Betroffenen. Wo aber immer noch Aufwand eben besteht, ist eben in den Themen, die wir heute besprochen haben. Dass man tatsächlich auf der technischen Seite etwas reinguckt. Die Prozesse sind da, die sind eingeführt, die Ansprechpartner. Da hat sich vieles eingeschleift, sage ich jetzt mal. Aber eben bei diesen technischen Themen. Und wir werden immer mehr auch in den technischen Themen reinkommen, wenn wir jetzt über die neuen Anwendungen natürlich sprechen. Wir sprechen über KI. Da ist immer der Datenschutz mit drin, sobald es um personenbezogene Daten geht, irgendwelche Prozesse, die Daten automatisch Entscheidungen treffen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo es auch ganz spannende Publikationen immer wieder gibt. Wie gut ist denn ein Algorithmus? Ist ein Algorithmus denn wirklich vorurteilsfrei und solche Dinge? Dann sprechen wir bei diesem ganzen Thema IoT, Internet of Things, wird immer stärker auch Daten erfasst, die ja häufig personenbezogene Daten sind. Wenn wir über Kleidungsstücke sprechen, wenn wir über Dinge sprechen, die in unserem Kühlschrank landen. Dort werden Daten erfasst, die werden irgendwo verarbeitet und je nachdem, wie diese Verarbeitung eben erfolgt, ist es eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Also an all den Dingen ist noch sehr, sehr viel, oder mit jedem neuen Projekt ist tatsächlich diese Prüfung, haben wir personenbezogene Daten, ja oder nein? Wir sprechen über Autos. Vor kurzem war das Thema, dass Tesla ja in seinen Fahrzeugen diese Unmengen an Kameras drin hat, mit dem Versprechen, diese Kameras werden nur verwendet, um dem Fahrzeug Daten zu geben, dass es eben dieses autonome Fahren und Ähnliches durchführen kann. Hat sich jetzt herausgestellt, zumindest in einigen Ecken, dass eben da Daten auch lange gespeichert werden und dann irgendwann unter Umständen auch mal bei Behörden landen, die sie für eine Unfallverfolgung oder sowas nehmen wollen. Kann man alles positiv und negativ sehen, ist natürlich gut, wenn man genau weiß, wie war der Unfallhergang, aber sobald diese Daten natürlich dann gegen die Person verwendet werden, dann sind wir halt wieder im Datenschutzumfeld. Es sind meine Daten. Ich sollte darüber entscheiden dürfen, was mit diesen Daten passiert. Also von daher, es gibt ganz viele spannende Themenfelder im Datenschutz, aber so im Fokus wie vor 2 Jahren, ist der Datenschutz definitiv heute in vielen Unternehmen nicht mehr. Okay, dann gehen wir noch 2 Minuten in auch technische Fragen rein. Erste Frage. DSGVO, was ist ein hohes Risiko im Sinne der DSGVO? Der Risikobegriff selbst ist in der DSGVO nicht definiert. Also von daher kann ich das eins zu eins nicht sagen. Aber es gibt eben diese Listen. Da gehe ich mal einfach mal nach hinten. So, da haben wir so eine Kriterienliste. Ich teile mein Bildschirm noch, also man sieht es noch.
ein hohes Risiko besteht, nach der DSGVO selbst eben gibt es die drei Kriterien. Wenn eine systematische umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, Profiling, also wir haben Profiling ist ein Thema, wir bearbeiten große Mengen von Personendaten oder Punkt C, es gibt eine systematische Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. Das ist das, was wir unter Videoüberwachung verstehen. Also immer, wenn wir Videoüberwachung haben, haben wir ein hohes Risiko. Immer, wenn wir Profiling machen und darauf basierend automatisierte Entscheidungen treffen, haben wir ein hohes Risiko. Immer, wenn wir sehr große Datenmengen verarbeiten, wobei der Begriff groß schon wieder undefiniert ist, oder wenn wir Daten verarbeiten, die zum Beispiel über Straftaten oder strafrechtliche Verurteilungen gehen oder Daten, die aus den Artikel 9 kommen, die Daten, die besonders schützenswerte Daten sind, Gesundheitsdaten, biometrische Daten. Immer dann, sagt die DSGVO, ist eine Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen, Umkehrschluss. Also sind das alles Datenverarbeitungen, die ein hohes Risiko beinhalten. Das Gleiche ist dann hier die Übersicht des Datenschutzausschusses. Da geht es um Scoring, automatische Entscheidungen, Beobachtung, sensible Daten, großer Datenumfang. Also man muss es tatsächlich immer ableiten, weil der Risikobegriff selbst in der DSGVO nicht definiert ist und damit natürlich auch nicht der Begriff des hohen Risikos. Okay, gut, dann hängen wir noch eine abschließende Frage. Sind noch zwei, drei da? Du kannst vielleicht am Ende auch nochmal bitte deine Folie einblenden mit deinen Kontaktdaten. Also auch hier die Möglichkeit, den Herrn Morgenthaler auch nochmal anzuschreiben, wenn jetzt die eine oder andere Frage nicht beantwortet werden konnte. Abschließende Frage hier, Thema Datenschutzfolgeabschätzung. Kann der DSB seine Beratungs- bzw. Unterstützungsfunktion für die Folgeabschätzung delegieren bzw. an eine andere Abteilung im Unternehmen? Ja, auf jeden Fall. Am Ende, wie gesagt, ist der DSB, der muss gar keine Rolle haben in der Datenschutzfolgeabschätzung. Die Datenschutzfolgeabschätzung ist eine Aufgabe des Verantwortlichen, also des Unternehmens. Und ob das Unternehmen den Datenschutzbeauftragten an der Stelle überhaupt einbindet oder einbinden will oder ob er sich da auch einbringt, das ist erstmal eine Unternehmensentscheidung. Er hat halt nun mal im Normalfall ein hohes Wissen im Datenschutz. Das ist ja seine originäre Aufgabe. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, ihn einzuziehen. Aber tatsächlich gibt es keine Verpflichtung, dass das Unternehmen den Datenschutzbeauftragten hier mit dazu nehmen muss. Und damit kann natürlich das Unternehmen anders entscheiden. Und der DSB selber kann natürlich auch sagen, es gibt hier in der IT zum Beispiel Leute, die habe ich schon entsprechend geschult. Die können die Aufgabe für mich auch übernehmen. Also das ist natürlich auch so rum ist es möglich. Okay, dann mit Blick auf die Zeit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen spannenden Vortrag hier rüberzubringen. Und auch noch, es gab noch die eine oder andere Frage. Ja, die Folien werden zur Verfügung gestellt auf der Webseite isak.de/Veranstaltungen. Dort ganz unten runter scrollen. Dort sind immer die Aufzeichnungen der Veranstaltung sowie auch die Folien dann in den nächsten Tagen abrufbar. Genau. Ja, und ich entschuldige mich nochmal für die technischen Probleme, die wir am Anfang hatten. Wir haben sie ja dann zum Glück gelöst. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch für die Zuhörer. Und wenn noch Fragen sind, Sie sehen hier meine E-Mail-Adresse, schreiben Sie mich gerne an. Ich versuche da auch gerne zu helfen für die Leute hier von ISACA. Herzlichen Dank an alle und wir sehen uns nächsten Monat zum nächsten ISACA Innovation und Tech Talk.